Hallo zum nächsten Video, Einblick in die Türkei. Und heute geht es mal um die Preise im Inland. Und zwar hatten wir ja in einem vorherigen Teil mal über die Inlandspreise gesprochen für Obst, Gemüse und für Fleisch. Ich habe jetzt gerade Wochenende und habe euch mal mitgenommen zum Einkaufen. Ja, und nicht, dass ihr denkt, ich gehe jetzt hier irgendwo hin, wo die Preise besonders sind. Also ich bin jetzt hier an so einem Einkaufszentrum. Da nehme ich euch jetzt mal mit rein. Also das ist wirklich nichts Besonderes, werdet ihr sehen. Das ist eine kleine Einkaufspassage hier bei mir in der Nähe. Ja, so, ja, hier gibt es halt, hier kann man halt zum Schneider bringen seine Sachen. Da hinten, ne? So, Elektriker hat man ja auch vor Ort. Und ja, ich bin ja nicht jeden Tag hier, deshalb muss ich jetzt erstmal gucken, wo es überhaupt lang geht. Also wir schauen uns jetzt erstmal die Preise an beim Market. Hier ist nämlich irgendwo ein Schock. Ah, da haben wir schon. Ah ja. So, hier ist jetzt Schockmarket. Okay, also mal schauen. Also, was haben wir denn hier? Ihr seht, ja, also ich habe euch mal den Link zum ersten Video, den habt ihr jetzt hier mit eingeblendet. Da könnt ihr gerne das erste Video mal gucken von vor circa einem halben Jahr. Aber ihr seht die Preise, zum Beispiel Äpfel. Ja, also Äpfel sind im Schnitt bei 4 Euro wieder angelangt. Die waren wirklich mal weiter oben. Vor ein paar Wochen hat man für die Äpfel wirklich 7 bis 8 Lira bezahlt. Das ist richtig. Mittlerweile kriegt man Mohrrüben hier, ja, für 3 Lira das Kilo. Ja, der Karnebacher Blumenkohl ist jetzt bei 2 Lira pro Kilo. Ansonsten, ja, Limetten bei 3 Lira das Kilo. Also im Prinzip kann man sagen, das hat sich bei den Preisen unterm Strich nicht wirklich was getan. So, ich kaufe natürlich nicht bei Schockmarket ein, weil ich halt lieber zum Händler vor Ort gehe. Aber der ist halt natürlich weiter hinten. Ja, also ihr seht, ich bin jetzt hier wirklich in einer ganz normalen Wohngegend. Nicht in irgendeiner Shopping Mall. Ich zeige euch hier keine Angebotspreise. Ich gehe jetzt wirklich ganz normal zum Gemüsehändler. Ah ja, da haben wir ihn schon. So. Igünler, voller Gelsen. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir hier mit 100 Lira kommen. So, also erstmal Cocktail-Domates. Die sind erstmal einen Ticken teurer geworden. Die kosten jetzt 8 Lira. Die haben damals 6 Lira gekostet. Mal schauen. Ja, dann haben wir hier Mandarinen. Ja, die Mandarinen sind bei 3,50. Äpfel sind bei 4 Lira. So, da haben wir Orangen, auch bei 4 Lira. Da. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Preise sich nachhaltig nach oben verändert haben. Jetzt haben wir hier nochmal die gelben Äpfel für 2,50 und wir haben die Granatäpfel auch noch für 2,50. So, lasst uns mal schauen bei den Zwiebeln, die waren ja recht preiswert mit 1,50, 1,70 oder so. Zwiebeln haben wir 2,75, Kartoffeln bei 2,75 und dann haben wir hier, ja, unsere Paprika sind auch immer noch bei ca. 5 Lira. Also so viel zu den Preisen. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir mit 100 Lira hier kommen beim Gemüsehändler.
So, also, jetzt schauen wir mal rein. Wir haben hier eine Tüte Gurken. So, dann eine Tüte Cherry-Tomaten, eine Tüte Granatäpfel. So, außerdem Äpfel, frische Äpfel. Ganz wichtig, im Herbst ist Apfelsaison. Und hier nochmal Mandarina, auch zum Herbst. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt gucken wir mal, was der Spaß uns kosten wird. So, komm mal, Hepsi Necker, da? Otto Sedibutschuk. Otto Sedibutschuk. Okay. Also das sind 37 Lira jetzt für alles. Der Schiköller. Chibutschuk war? Iki Butschuk. Ja. Habe ich Kleingeld? Ich sage nicht. Ich gehe mir bis. Pisanie. Tamam. Okay. So, jetzt heißt es einpacken. Jetzt haben wir hier knapp 40 Lira bezahlt für das Gemüse, für das frische Gemüse. Das ist halt auch Gemüse. Nein, para üstünde göster. 50, 60, 65. Para üstü. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. So, und jetzt geht's ans Einpacken. Jetzt muss das Ganze in den Rucksack. Und dann schauen wir mal, was wir noch so für unsere 100 Lira heute kriegen. Tja, was soll ich sagen? Also jetzt habe ich halt gerade mal hier knapp 40 Lira bezahlt. Aber er riecht die ganze Zeit nach Brot. Pardon. Firin warme. Firin, ne? Aschade. Aschade. Okay, hier hat es die ganze Zeit nach Brot gerochen. Vielleicht, er hat gesagt, draußen in die Ecke. Jetzt noch ein schönes, frisches Landbrot wäre natürlich der Hammer. Mal gucken. Also da vorne ist ja wieder nur Schock. Ah. Ja, so mit Teestube sogar. Alles hier. So, da ist er. Ah ja. So. Wenn ihr wüsstet, wie das jetzt riecht. Lecker Schmecker. Oh. Ja, das ist der Hammer. Einen Bäcker in der Nähe zu haben, ist das A und O. So. So. Nächste Station beim Bäcker habe ich jetzt bezahlt. Für zwei frische Fladenbrote. Ja, also ihr habt ja gesehen, das war beim Bäcker drin. Und das war wirklich, oh, das duftet echt lecker. Ja, die sind halt frisch, die werden da gebacken. Ihr habt es ja gehört, 6 Lira für die beiden Fladenbrote. Dann war ich jetzt bei Beam gerade. So, bei Beam habe ich, Sekunde. So, bei Beam habe ich nochmal 37 Lira gelassen für Bananen, zweimal Hellim-Käse, Halloumi-Käse und einen großen Weißkäse. Ja, also hier ist die Rechnung. Ja, sie hat aber hier einmal doppelt abgerechnet. Ja, also mit anderen Worten, 37 Lira, große Portion Bananen, dann die beiden Halloumis und hier so 650 Gramm Weißkäse. Ja, also für den Sportler ist halt der Eiweißbedarf immer sehr wichtig.
Und da wir zu Hause sehr viel Sport treiben, sowohl meine beste Hälfte, meine Tochter, als auch ich, müssen wir halt da sehr drauf achten. Ja, das sind jetzt 40, 46. Ja, jetzt bin ich mit den 100 Lira fast durch. Aber mal gucken, vielleicht findet sich ja noch ein Schnäppchen. Viel wichtiger ist, ich kann euch mal was zeigen. Und zwar ist ja am Devisenmarkt die Lira wieder zurückgekommen. Und da sieht jetzt der Staat jetzt auch zu, dass die Preise wieder nach unten angepasst werden. Und zwar sieht man hier oben, ja, da gibt es also diese Inflation, diese Aktion Inflation. Das heißt, das Land kämpft jetzt gegen die Inflation. Und ihr seht, wie hier diese Preise wieder heruntergesetzt werden. Ja, das ist also nicht so, dass man die Dinge einfach geschehen lässt. Mal gucken. Ja, also man sieht es jetzt nicht von außen. Der Markt heißt Beam. Das ist sowas wie Ayus Bier. Es ist das Gleiche, es ist vergleichbar mit Lidl oder Aldi. Das war jetzt ein Discounter. Und wie man sehr schön sieht, man kann natürlich mit 100 Lira nicht die Familie versorgen. Aber ihr seht, es ist nicht so, dass die Preise auf dem hohen Niveau geblieben sind. So, und hier insgesamt der Einkauf 100 Lira, das kriegt man für. Ihr erinnert euch ja, zum Schluss, da hatte ich ja noch 20 Lira übrig. Und hier habe ich mir für 15 Lira Tahin geholt. Das gehört bei mir in jeden Frühstücksjoghurt. Ohne Tahin geht gar nichts. Der ist schon seit Wochen alle. Ja, und seit Wochen werde ich morgens nicht wach. So, im Einzelnen. Wir haben 3200 Gramm Granatäpfel. Ja, und die sind auch nicht von minderer Qualität. Super. Dann haben wir hier Mandarin 1,8 Kilogramm, 1,7 Kilogramm Äpfel, 1 Kilo Cherrytomaten, 1 Kilo Gurken und 900 Gramm Zwiebeln. So viel vom Gemüsehändler. Dann waren wir bei Ayus Bier, haben einen großen Kascher geholt, einen großen Weißkäse, 650 Gramm. Hier den Jalapeno, bei euch als Halloumi-Käse bekannt. Zwei Stück, jeweils 250 Gramm. So, dann nochmal Bananen. Hier 1,2 Kilogramm. Ihr seht also, man kann schon für 100 Lira einkaufen gehen. Man kriegt echt ein paar Sachen dafür. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wird weniger. Aber wir haben halt nach wie vor hier diese vom Staat initiierte Aktion, wir widerstehen der Inflation. Da gibt es auch Kommissare seitens der Regierung, die überwachen das Ganze. Und ihr könnt wirklich nochmal ins andere Video gucken. Also die Preise sind tatsächlich wieder auf Vorkrisenniveau angekommen. Also wir haben hier für das Putenbrustfilet haben wir 20 Lira, ja, für 750 Gramm. Dann haben wir hier das Pirsola. Für 13 Lira, Hähnchenschenkel sind bei 10 Lira, also das ist wirklich, das sind ungefähr die Preise, wie sie auch vor der Krise waren. Hier nochmal ein paar Käseprodukte, 400 Gramm Gelbkäse für 15 Lira. Also die Preise, die normalisieren sich echt. Auch hier diese Fitnessgetränke, die haben auch irgendwie was um die 5,50 oder so gekostet oder 5. Ja, die Preise kommen wirklich wieder zurück. Dann hat man noch diese Aktion, dass man, wenn man 60 Lira ausgibt, irgendwie eine Flasche Olivenöl bekommt. Eine große, 1 Liter oder so, die normalerweise 36, 37 Lira kostet. Also im Prinzip, man hat hier wirklich regulierend eingegriffen und auch Artikel des alltäglichen Bedarfs, also hier Waschmittel, das kommt alles wieder irgendwo in den normalen Bereich. Ja, also ihr seht, die Preise bewegen sich wirklich wieder nach unten. Also, wie gesagt,
man befasst sich wirklich mit dem Thema Inflation. Es gibt Leute, die sagen, ja, ihr könnt doch nicht einfach die Inflation zurückdrehen. Und da sage ich, warum? Ja, also ich sag mal, die Hedgefonds können ja auch die Inflation hochdrehen. Warum soll jetzt eine Regierung nicht regulierend eingreifen und diese Inflation auch wieder zurückdrehen? Ja, und ihr seht, also man kann schon einkaufen. Der eine isst halt mehr Fleisch und kauft dann weniger Obst. Der nächste isst halt wieder mehr Milchprodukte. Aber wir sind halt hier, meine Mädels und ich, wir essen halt nicht so viel Fleisch und dafür halt eher trotzdem eiweißhaltig. So viel von mir zu den aktuellen Preisen im Inland. Ihr seht, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Intervention am Devisenmarkt der Regierung, die haben ja nun Wirkung gezeigt. Die Lira pendelt wieder bei 6,4, 6,5. Die Preisregulierung im Inland, die zeigen, wie ihr gemerkt habt, auch Wirkung. Man kriegt also für 100 Lira doch schon eine ganze Menge. Ich denke mal, sollte es wieder irgendwelche Interventionen seitens gewisser Nichtregierungsorganisationen geben, dann wird das, denke ich mal, bei der Bevölkerung nicht auf so viel Interesse stoßen. Also wie gesagt, letztens hat mir auch der Blumenverkäufer erklärt, wie das mit der Inflation funktioniert. Also selbst der Blumenverkäufer weiß hier Bescheid. Und wir können wohl davon ausgehen, dass es halt doch in den nächsten Jahren eher ruhig zugehen wird. Und das Land wird wohl jetzt eine eher ruhige Phase haben. Ich denke mal, auch am Devisenmarkt bei der Lira wird sich jetzt in den nächsten Wochen Entspannung zeigen. Vielleicht sehen wir sogar die 6 wieder. Mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Abend. Haut rein, viele Grüße aus Istanbul.